Man sagt, dass ein jeder Krieg auf dem Amboss der Ehre gewonnen wird. Andere glauben, dass nur Geduld und eine gute Strategie zum Sieg führen. Krieg ist Täuschung und wird aus den Schatten heraus gewonnen. Nur Stärke und ungezügelte Macht sichern die absolute Überlegenheit. Doch natürlich könntet ihr all das auch vergessen und einfach Spaß haben. Hearthstone. Heroes of Warcraft. So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Projekt von mir. Ich weiß nicht, ob es sich überhaupt als Let's Play eignet, aber ich will es euch einfach mal vorstellen, weil ich es im Moment sowieso ganz, ganz viel spiele. Nämlich, wie man ja eben im Intro schon gesehen hat, Hearthstone, ein Kartenspiel, das sich so ein bisschen um WoW dreht. Also, das heißt, es hat keine grundlegende Geschichte, sondern man kann es eben ganz gut spielen und sich damit Karten dann duellieren und gegenseitig in die Tonne hauen. Ich spiele das im Moment echt viel, muss ich sagen, also zumal ich auch krank bin und Zeit habe, aber ansonsten spiele ich es auch so viel. Da sich der ein oder andere hier sicherlich noch nichts drunter vorstellen kann, wie das ganze Spiel so funktioniert und so weiter, zeige ich das jetzt einfach mal, indem wir einfach mal ganz kurz hier reingehen. Und zwar hat man eigene Decks und Basisdecks, also mal ganz grob erklärt. Man kann sich hier die typischen WoW-Klassen aussuchen, Priester, Magier, Hexenmeister, Druide, Jäger, Paladin, Krieger, Schamane und Schurke. Ganz klar, kann man alles ohne Probleme machen. Und ja, mit diesen Decks, das sind so Basisdecks, die von vornherein schon gestellt sind, kann man dann erstmal anfangen zu spielen, erstmal gucken oder man kann erstmal schauen, welcher Held einem denn überhaupt gefällt und was man gerne spielt. So, natürlich kann man sich auch seine eigenen Decks zusammenstellen, dazu kommen wir vielleicht mal später, das ist so ein bisschen so eine Sache, weil da muss man ein bisschen gucken, was für Karten man haben kann. Man muss sich ein paar Karten freispielen, das heißt, man startet immer mit einem, wie gesagt, mit einem gewissen Grundsatz und wenn man die Kartendecks hochlevelt, dann kann man die eben, oder kriegt man eben neue Karten und kann sich die dann eben dementsprechend dann hier in seine Decks nachher mit einfügen. Man sieht hier so eine riesen Sammlung letztendlich davon, aber auch da muss man jetzt erstmal noch nicht so genau drauf eingehen. Ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal ein Spiel und ich erkläre euch einfach mal kurz, wie das Ganze funktioniert. Also, bis gleich. So, da bin ich wieder, jetzt musste ich mal ganz kurz was an Fraps umstellen, aber kein Problem. Wir spielen jetzt einfach mal gegen einen richtigen Spieler und in der Sache erkläre ich euch das Ganze einmal. Wir können also, wie gesagt, gegen richtige Spieler spielen, das ist unsere Möglichkeit. Wir können gegen eine KI spielen, uns dementsprechend einfach was aussuchen, was uns gefällt, gegen was wir spielen wollen und dann da üben. Oder wir können in die Arena gehen. In der Arena spielt man gewertete Spiele und steigt damit dann eben auch in der Rangliste auf und kriegt dadurch relativ hohe Belohnungen, je nachdem. Nachdem, wie gut man ist. Arena zeige ich euch später mal. Das ist das, was ich später so vorhabe, zumindest hauptsächlich mit euch zu machen. Aber jetzt erstmal eine kleine Einführung. Und zwar spiele ich jetzt einfach mal, keine Ahnung, ich spiele jetzt einfach mal den Paladin. Paladin? Spielen wir mal den Paladin. Eins meiner Lieblingsdecks. So, jetzt suchen wir uns erstmal hier schön einen Gegner raus und dann könnt ihr mir nachher mal sagen oder hier unten in die Kommentare schreiben, ob euch das überhaupt gefällt, dass ich sowas spiele. Beziehungsweise, dass ich euch sowas zeige. Wenn ihr da keinen Bock drauf habt, dann sagt mir das auch ruhig, dann lass ich's. Und such mir was anderes. Ich habe im Moment nicht so richtig viel, was ich spielen kann. Ich werde ehrenhaft kämpfen. So, das funktioniert jetzt folgendermaßen. Wir werden hier ins Spiel geschleudert. Wir haben gesehen, wir kämpfen jetzt gegen einen Jäger, der random ausgesucht worden ist. Wir können jetzt hier unsere Starthand auswählen. Zum einen wurde eben gerade schon ausgewürfelt quasi, wer anfängt zu spielen. Und das bin in dem Fall ich. Das ist jetzt nicht ganz so cool, finde ich zumindest. Und jetzt können wir erstmal gucken, welche Starthand wählen wir uns dann. Und warum ich das jetzt gleich, oder warum ich den jetzt wegmache, das hat folgenden Grund. Und zwar braucht man für jede Karte, die man dann nachher legen will, einen gewissen Mana-Satz. Der Mana-Satz steht hier oben links immer an der Karte. Hier jetzt 3, 7 und 4. Mit diesem Mana-Einsatz kann man, wie gesagt, die Karte ausspielen. Am Anfang startet man natürlich mit einem Mana. Und da ich am Anfang jetzt nicht gleich 7 Mana habe, ja, muss ich die oder wähle ich die jetzt einfach weg. In der Hoffnung, dass ich ein bisschen was Niedrigeres bekomme. Und das bekomme ich auch. So, jetzt habe ich hier auf der Hand einmal
Jetzt muss der Typ einfach ein bisschen warten. Jetzt habe ich hier auf der Hand einmal eine Kreatur. Das sieht man ganz gut. Hier unten links steht einmal Angriff 3. Ne, das ist die gelbe Zahl quasi, die gelb hinterlegte Zahl. Und die rote Zahl wäre dann das Leben, was dann auch 3 wäre. Und die hat Spot. Das heißt, diese Einheit muss als allererstes angegriffen werden. Lasst mich nachdenken. So, ich kann jetzt aber nicht spielen, weil ich habe ja erst ein Mana. Das sieht man hier unten. Da kann ich mit der Maus immer so schlecht rübergehen, weil sonst immer sofort das alles aufploppt. Diese Mana-Kristalle brauche ich, wie gesagt, für den Einsatz. Wenn ich die aufbrauche, das heißt, wenn ich jetzt eine Karte mit einem Mana spielen würde und das Mana weg ist, füllt sich das auf, sobald ich wieder dran bin. So, da ich jetzt aber nichts machen kann, drücke ich jetzt hier oben einfach auf Fertig und lasse den Gegner spielen. Jetzt hat der Gegner, sieht man hier oben gut, auch ein Mana letztendlich und wir können jetzt warten, was er tut. Er tut eigentlich nichts, das ist ganz gut. Sobald man wieder dran ist, zieht man eine Karte. Ganz klar, damit man eben einen gewissen Kartenfluss hat. So, da wir jetzt aber auch nicht viel machen können, spielen wir unsere Heldenfähigkeit aus. Jeder Held, in meinem Fall hier der Uther, hat eine Spezialfähigkeit. Und zwar kann ich jetzt, wenn ich hier raufklicke, Verstärkung rufen. Das heißt, ich rufe mir eine 1-1-Einheit, das heißt ein Angriff und ein Leben, aufs Feld. So. Jetzt liegt die da und wartet auf uns. Wir können mit der jetzt noch nicht angreifen. Das kann man immer erst in der nächsten Runde. Erkennt man gut an diesen Z. Ne? So, also mehr können wir nicht machen. Wir haben jetzt unser ganzes Mana verbraucht. Sehen wir hier unten. Also legen wir auf Fertig. Der Jäger hat übrigens die Fähigkeit, dass er mir einen direkten Schuss geben kann auf meinen Helden. Der dann 2 Schaden verursacht. Achso, übrigens, was man überhaupt erreichen muss, Ziel des Spiels ist es, den Gegner seine 30 Lebenspunkte abzuziehen. Das sind die hier. Er hat 30 und ich habe natürlich auch 30. Das ist jetzt erstmal das Ziel des Spiels. Ich werde jetzt hier die Einheit mit dem Spot ausspielen. Das wirkt quasi, dass er jetzt diese Einheit eingreifen kann, bevor er mit seiner Einheit direkt auf mich gehen kann. Ich denke, das ist ganz klar. Spot, klar, muss man angreifen, weil er sich ja einspottet. Also, mehr können wir nicht machen. Gehen wir erstmal auf Fertig. So, jetzt müssen wir immer abwarten, was er tut. Da kann ich jetzt im Moment noch nicht so richtig viel zu sagen. Er vernichtet jetzt meinen Tank, zu halb zumindest. Er hat jetzt einen HP noch über und das war klar, dass er den jetzt angreift. Dadurch hat er jetzt einfach beide geopfert und beschwört als nächstes direkt eine nächste Kreatur, das er machen konnte, weil er noch genug Mana hatte. So, jetzt haben wir nicht ganz so viele Möglichkeiten, was wir machen können. Er hat eine 2-2 Kreatur, ja, also 2 Angriff, 2 Schaden, 2 Leben meine ich. Wir könnten ihm die jetzt mit unseren Karten, die wir hier unten haben, ich gehe die mal so ganz langsam durch, teilweise weghauen, teilweise auch nicht. Lasst mich nachdenken. Wir haben nicht ganz so viel Auswahlmöglichkeiten. Ich gehe davon aus, wenn ich jetzt meine Coin spiele, also so nennt man die Heldenfähigkeit, wenn ich die Coin spiele, beschwöre ich eine 1-1-Fähigkeit, Dingens hier, Kreatur, und er wird höchstwahrscheinlich mit dem Ding mich nachher direkt angreifen. Darauf hoffe ich gerade so ein kleines bisschen. Und natürlich wird er noch eine Einheit beschwören. Also gehe ich zumindest von aus. Man kann immer nur vermuten, was der Gegner tut. Weiß es aber nie genau. Man muss letztendlich immer genau darauf reagieren, was er macht. Ist ein bisschen Gewohnheitssache. Ich hoffe, ich erkläre das einigermaßen gescheit, sodass ihr es auch versteht. Wir schauen uns das Ganze mal an. Und ihr könnt mir einfach eure Meinung sagen. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die natürlich auch gerne hier unten in die Kommentare setzen. Und ich werde sie dann auch beantworten. Beziehungsweise, wenn ihr euch vielleicht sogar besser auskennt als ich, immer her damit. Also mit den Tipps meine ich. So, okay, er hat wirklich das gemacht, was ich erwartet habe. Er hat mich direkt angegriffen und die nächste Einheit beschworen. Jetzt habe ich, schon ein Problem, weil der Tank hier, also auch der hat ja einen Spot. Ich könnte jetzt zum Beispiel den hier nicht angreifen, weil ich muss den mit dem Spot angreifen. Ja, erkläre ich doch gerade. So, was habe ich für Möglichkeiten? Ich habe nicht so viel, was ich machen kann. Ich könnte ihm jetzt hier einen Buff drauf geben, sodass er 5-5 hat, was ich auch machen werde. So, 5-5. Haben wir das. Und jetzt gebe ich ihm hier mit dem einen Mana, das ich jetzt noch über habe, gebe ich ihm jetzt hier ein Gottesschild. Dieses Gottesschild bewirkt natürlich, dass er jetzt keinen Schaden bekommt. Deswegen greife ich ihn jetzt einmal damit an. Und somit bleibt meine Einheit bei 5-5 stehen. Hätte ich das jetzt nicht gemacht, dieses Gottesschild bewirkt, hätte ich nur noch 5-1. Das heißt nur noch ein Leben und er könnte mich mit der Einheit hier ohne Probleme plätten. So. Mehr kann ich leider nicht machen, also müssen wir abwarten. Mal gucken, was er jetzt tut.
War auf jeden Fall ganz gut gespielt von mir, weil so ein starker Tank, der kann das Spiel schon mal ganz gut rumreißen. So, jetzt setzt du das Leben auf 1. Okay, das ist so die Tücke am Jäger. Jäger sind ziemlich böse, weil die einfach alles reduzieren können. So, ist natürlich schade, aber da kommen wir auch noch mit klar, denke ich. Jetzt hat er mich hier gerade direkt angegriffen und mir dementsprechend auch nochmal 2 HP abgezogen. Ja, was kann ich jetzt machen? Ich habe ehrlich gesagt eine schlechte Hand. Ich kann eigentlich nur 1 machen, so richtig. Der hätte dann 3-3. Ja, das bringt auch nicht so viel, den haut er auch gleich weg. Ich könnte mir ja hier auch eine Waffe ausrüsten. Das ist eine Waffe, die lege ich mir an. Und ja, kann dann mit meinem Helden quasi direkt angreifen. Und würde dabei auch noch 2 HP regenerieren. Beziehungsweise je nachdem, was ich mache, auch wieder 2 reinbekommen. So, und weil ich in diesen Card Draw, den das Vieh hier gibt, einfach wegnehmen will, greife ich ihn an. Kriege jetzt 2 HP dazu. Und kriegst du quasi auch gleich wieder abgezogen, sodass es eben plus minus 0 ist. Dann beschwöre ich noch meine 1er-Einheit. Und jetzt kann ich wieder nur darauf reagieren, was er macht. Mal gucken. Ich kann nicht viel dazu sagen, was er jetzt machen wird. Vermutlich wird er mich einfach direkt angreifen. Weil er mir immerhin so viel Schaden drücken kann. Und es kommt eben darauf an, was er jetzt dann noch auf der Hand hat. Der Frostwolf-Clan ist bereit. Okay. Okay, ich bin verwundert. Das hätte ich jetzt an seiner Stelle nicht gemacht. Okidoki, jetzt haben wir natürlich ein bisschen ein Problem, weil das ist eine 6-6-Einheit, die ist schon sehr, sehr stark. Mhm. 6-6, ich habe leider keinen Spot auf der Hand, das ist so das größte Problem, was ich gerade habe. Ich kann also 3 Schaden auf ihn machen mit dem Hammer hier, dann würde ich noch eine Karte ziehen. In der Hoffnung, dass es ein Tank ist, beispielsweise. Oder ich könnte ihn angreifen, mir selbst den Schaden quasi zufügen und hätte ihn mit der Kombination aus der Karte und meines Angriffs geplättet. Das mache ich auch mal. Okay, das ist ganz cool. So, dann hauen wir ihn mal um. Dann ist die Einheit weg. Damit können wir ganz gut leben und wir haben anstatt 6 immerhin nur 4 verloren. Also Leben, logischerweise. Jetzt habe ich auch wieder nicht so viele Möglichkeiten. Ich könnte ihn ausspielen. Würde nicht so super viel bringen. Oder ich spiele eine Coin. Spiele ich eine Coin? Ich spiele eine Coin. So. Tja, das sieht schon mal im Moment nicht ganz so gut aus. Eigentlich spiele ich irgendwie besser. Aber naja, manchmal ist das eben so. Ich ziehe einfach gerade schlecht. Und darauf kommt es eben am meisten bei dem Spiel. Wie zieht man gerade Karten? Also gerade in dem Deck, was man sich zusammengestellt hat. So, jetzt kriege ich wieder 2 Schaden von ihm und dann 2 Schaden von dem Monster. Oh, keine gute Möglichkeit hier. Aber verlieren gehört dazu. Wobei, wir haben noch nicht verloren, also Vorsicht. Okay, was können wir tun? Wir können immer noch nicht so richtig viel machen. Wir haben jetzt 8 Mana. Ich kann hoffen, dass ich beispielsweise das hier ausspiele. Das ist wieder eine Waffe, die ich mir anlege. In dem Fall werde ich mit dieser Waffe aber nicht wirklich angreifen, weil jedes Mal, wenn ich jetzt eine Einheit ausspiele, bekommt sie von der Waffe plus 1 plus 1. Was eigentlich ganz cool ist. Dann spiele ich dazu jetzt hier diesen Gurubashi-Typen. Ja, da sieht man es, bekommt er plus 1 plus 1. Und ja, mehr kann ich auch wieder erstmal nicht machen. So, wir können wieder nur abwarten und hoffen, dass er uns nicht gleich killt. Ich überlege mir derweil mal, was ich hier groß machen kann in der nächsten Runde. Also den hier wird er jetzt nicht wegbekommen, weil er 8 HP hat. Es sei denn natürlich, er hat so einen typischen Jägerschuss, dass er einen Feind mit einem Schuss tötet. Hoppala, jetzt habe ich gerade aus Versehen die Aufnahme unterbrochen. Also ein kleiner Lag ist jetzt gerade drin. So, jetzt haben wir natürlich ein Riesenproblem, weil er ordentlich Schaden macht. Eieiei, nicht gut. Okay, wir haben noch eine Heilung gezogen, aber wir gucken erstmal kurz, was wir noch machen können. Er hat jetzt hier einen 7er Tank liegen, das ist enorm. Und ich habe keinen Tank mehr, das ist kacke.
Ich kann mich erstmal kurz selbst heilen, in der Hoffnung, es bringt irgendwas. Jetzt habe ich noch 7 Mana übrig. Tja, ich habe keinen Buff auf der Hand und nix eigentlich. Das heißt, in der nächsten Runde hat er mich. Scheiße. Fängt ja super an. So, geben wir ihm noch mal ein bisschen Dingens dazu. Jetzt haben wir schon mal 4 drauf. Tja. Nicht mit mir. Wir können einfach irgendwie nichts machen. Das ist alles Quatsch, was ich jetzt gerade hier mache. Ja, eigentlich haben wir gerade grob verloren. Ganz grob sogar. Ich habe einfach keine vernünftigen Karten. Naja, aber das Grundprinzip kann man sich trotzdem jetzt gerade mal dahinter vorstellen. Er kann uns jetzt hier einfach ganz gemütlich umboxen. Und, ja, wir sehen dann einfach mal, wie es denn so beim nächsten Mal läuft. Und dann schauen wir mal. So, jetzt beleben wir einen wieder, weil ich ein Geheimnis ausgespielt habe. So. Und dort. Tja. Hat er aber gut gemacht. Also da hat er ordentlich gespielt. Und wir haben dementsprechend verloren. Mein Gott, passiert. Ist alles nichts Schlimmes. Ja, also so viel mal kurz zu meinem kleinen Tutorial. Das nächste Mal spiele ich dann auch bestimmt konzentrierter. Und ja, lasst mich hören, was ihr sagt. Ob ihr da Bock drauf habt, mit mir in die Arena zu gehen und da dann einfach mal vernünftig Leute umzuhauen. Oder ob ihr auf sowas gar nicht steht. Wie gesagt, meldet euch. Wir sehen uns dann. Bis dahin, euer Juvi. Tschüssikowski.